Vor der Neuwahl in Katalonien ist nur klar, dass nichts klar ist. Laut Umfragen kommen weder die Separatisten noch ihre Gegner auf eine absolute Mehrheit. Bei der Neuwahl in Katalonien zeichnet sich ein enges Rennen ab. Quelle: Jordi Boixaroy, zu Mavire, deutsche Presseagentur. Ganz Spanien blickt auf Katalonien. Seit Oktober herrscht dort nach einem von der Justiz verbotenen Unabhängigkeitsreferendum politisches Chaos. Jetzt soll eine Neuwahl die Richtung für die Zukunft der Region vorgeben. Die separatistischen Parteien könnten trotz eines Kopf-an-Kopf-Rennens mit den Unabhängigkeitsgegnern wieder an die Macht kommen. Für eine absolute Mehrheit von 68 Sitzen wird es aber wohl nicht reichen. Es droht eine Pattsituation mit langwierigen Koalitionsverhandlungen.